So, Freunde des Büxings, Freunde des Unboxings, es ist endlich soweit. Jawohl, ja, schon Staub angesetzt. Wir packen jetzt endlich mal zusammen dieses Nissan-Pack auf, was ja nun auch schon wieder ein bisschen älter ist. Es ist eigentlich eine Schande von meiner einer her, weil ich habe das ja mehrmals mir gekauft, aber ich habe mich irgendwie nie getraut, ja, das aufzumachen. Also so oft habe ich es jetzt auch nicht, aber jetzt habe ich es auf jeden Fall mir nochmal geholt. Wollen wir den Laden sagen? Ja, können wir Werbung machen, komm. Bei dem Netto habe ich mir das nochmal geholt. Und ja, jetzt auf jeden Fall wird es aufgemacht, sofort. Ihr seid auf jeden Fall live dabei. Ja, und dann gucken wir uns die Karren einfach mal zusammen an. Würde ich mal sagen, ne? Meine lieben Freunde da draußen. Also, Achtung! War natürlich nicht so geplant. Ich hoffe, die Spitze ist jetzt doch noch okay. Wobei, ich glaube, das müssen wir wieder abmachen hier. Ihr seht, so gewalttätig sollte man nicht mit dem Messer umgehen. Kriegt mal, ich habe jetzt versucht so abzumachen. Also man macht das ja so, zack, schlägt das da ruf und dann geht da dieses Stücken da ab. Es ist ja geteilt. Aber hier ist irgendwie noch was dran geblieben. Sollte man aber nicht versuchen, jetzt hier rumzufummeln und abzubrechen, weil da kann man sich gut schneiden. Also ich hoffe, dass das jetzt hier auf jeden Fall klappt, wie ich mir das denke. Ja, ihr seht, das ist eine ganz andere Packung. Die habe ich bei, keine Ahnung, Club Woolworth damals gekauft. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich mache das jetzt hier auf. Versuch's zumindest gut aufzukriegen. Mit der Kamera ist halt immer so eine Sache, ne? Dieses Kamerafilme ist auch immer ein kleines Hindernis, kann man sagen. Wenn man das so macht wie ich. Ja, wenn man eine Kopfkamera hat. Das hätte ich mir vielleicht mal wünschen sollen zu Weihnachten. Dann wäre das gar nicht alles so problematisch. So, ich mache das jetzt hier auf. Versuche das natürlich irgendwie so hinzukriegen, dass ich es später wieder zukleben kann. Ich glaube, das ging ganz gut. Klar sieht man jetzt minimal natürlich diesen Schnitt. Ja, aber was soll ich dazu sagen, wa? Hier, das kann man auf jeden Fall so rausziehen, ihr seht es, ne? Ich habe auch vorhin mal geguckt bei YouTube, ob es irgendwo ein Video gibt, wie man diese Dinger korrekt aufmacht. Klar, ich weiß. Ja, hier mit Aceton anlösen oder wie der eine Kollege neulich sagt, mit Wasser, wo ich ja gar nicht mal glaube, dass das geht, aber er sagt mir das, also müsste es ja auch stimmen. Egal, jedenfalls mit Aceton wäre es auch eine Variante, aber dann ist die große Seite offen und wenn ich die dann zuklebe, ja, dann kriegst du sie nicht mehr raus. Und ich will eigentlich die öfter mal auswechseln, umwechseln, ja, wenn sie mich abnerven, will ich sie umwechseln können. Und das heißt, es ist der beste Weg, hier unten das aufzumachen, finde ich, und das dann einfach mit einem Streifen durchsichtigen Klebeband wieder zuzumachen. Und dann hängt es praktisch auch so an der Wand und man sieht es eigentlich nicht. Und es ist unten zu. Anders wäre es, wenn ich das hier aufmache und dann wieder klebe. Weil wie gesagt, kleben bringt mir in der Situation hier nichts. So, wir machen das auf. Jawolli, guck mal hier. Wunderbar, wunderschön, Junge. Fast and Furious lässt grüßen. So ein bisschen. Wie mache ich das jetzt hier? Wie machen wir das am besten? Ich stelle das jetzt mal so hin. Und das Ding muss natürlich zur schönen Ansicht nochmal richtig schön angeguckt werden. Ich sehe gerade, das stört im Hintergrund. Also kommt das weg. Brauchen wir jetzt erstmal eh nicht. Ihr lieben Freunde, das ist eins der geilsten Sets, wenn man mich fragt. Es gab zwar auch schon öfter mal geile Sets. Ich will jetzt nicht extra an der Wand zeigen, welche. Das würde jetzt hier nicht hinpassen. Aber auf jeden Fall, dieses Set ist sehr geil gemacht. Alleine oben der Datsun, den wir uns auch als erstes einfach mal greifen und ihn uns mal anlucken. Ankicken, man sagen. Wow. Was hier auch geil ist bei dem, die haben den Grill vorne ja, im Grau gemacht. Also eine ganz andere Farbe als wie hier unten, dieses Silber. Wow, wie das blendet, clever.
Ach so, es ist aber dieses Teil, dieses Innenstück. Weil innen ist es auch grau. Wenn die Lampe hier mal mitspielen würde, können wir da auch vielleicht ein bisschen was sehen. Ja, auf jeden Fall. Da ist es auch grau. Es ist sehr schön gemacht. Auf jeden Fall auch dieses Outfit, für mich sieht es ein bisschen aus wie dieses HKS-Style. Bloß eben nicht mit den Farben, aber diese Striche, diese Zusammensetzung von diesen, ja, wie nennt man sowas? Ich sage jetzt einfach mal Designs. Richtig geil, wenn diese Felgen da in einem Bronzeton ist. Geil gemacht auf jeden Fall. Nicey, nicey. Also schönes Ding hier auf jeden Fall schon mal. Erstmal rausgekommen 2013, ihr lieben Freunde da draußen. Das ist der Datsun 620. Den man immer nicht verwechseln darf mit dem VW Caddy. Wobei, er sieht schon anders aus. Hinten Datsun drauf. Oh, das könnte man natürlich auch nochmal hervorheben mit ein bisschen Stiftmalerei, ne? Man sagen. So, das ist das erste Auto davon. Stellen wir ihn mal dahin. Und dann kommen wir zur zweiten geilen Karre hier. Oh, 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 oh. Ich glaube, ich muss das wieder ein bisschen anders machen. Ihr seht. Oh. Also so eine Kamera auf dem Kopf wäre schon ja wirklich nicht schlecht. So, wir packen jetzt dieses Teil aus. Wo ich echt ehrlich gesagt so immer sagen musste, die ganze Zeit, der hat mir nicht so gefallen, weil er von der Seite immer nur so rot aussah. Und jetzt kickt aber mal. Wow. Wowzi bauzi. Ist das geil. Hat auf jeden Fall hier diese Logos drauf, diese Werbung. HKS, LWC, Hot Wheels, Sparco, Harvey Graphics und Nissan. Geil gemacht. Wobei mir gerade auffällt, oh, das ist ja krass. Das ist schief. Es ist schief, man sagen. Seht ihr das? Die Seite hier ist viel breiter als die. Also das Ding ist schief aufgeklebt. Nicht so schön. Fällt aber auch nur minimal auf, wenn man wirklich genau hinkickt, so weg. Aber man sieht es hier oben auch, den haben sie auch falsch gemacht. Der Abstand ist hier viel, ist ein bisschen mehr. Sind zwar nur Millimeter, aber trotzdem. Jeder Millimeter zählt. Ja, bei sowas. Ja, das ist ein bisschen schade. Innenraum ist in Grau gehalten. Auch nicht so der Burner, muss ich mal sagen. Also das hätten sie schön in Weiß machen können. Aber da fällt mir schön was ein, um den umzubauen. Weiße Felgen vielleicht, innen auch weiß. Wäre das bestimmt ganz geil. Was hier auf jeden Fall cool ist, hinten hat er die Beschriftung drauf. Dieses GTR-Zeichen da oben über den Lampen steht nochmal Nissan ganz klein. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Das ist immer eine geile Frage, wenn ich hier noch nicht irgendwie live bin. Auf jeden Fall schön gemacht. Ich meine, ihr kennt das ja auch alles. Das ist ja schon uralt jetzt mittlerweile. Skyline steht da noch. Also das ist hier wirklich ein schöner Nissan Skyline. Bis auf, dass das hier schief gemacht ist. Ja, vielleicht entferne ich das auch, muss ich mal überlegen, muss ich mal sehen. Ist natürlich wirklich jetzt schade, weil ich habe das jetzt aufgemacht in dem Gedanken, dass ich die Karren wirklich so verwenden kann, ohne sie nochmal wirklich umzugestalten. Ich wollte den eigentlich nur andere Räder raufpacken und dann war es das. Aber man sieht es auch ganz deutlich an diesen Dingern hier hinten, ne? Diese Teile da. Da siehst du auch nochmal, dass das nicht richtig in der Mitte ist. Für die, die jetzt sagen, yeah, das ist doch alles gut. Nein, es ist nicht richtig gut. Es ist nicht perfekt. Da haben sie ein bisschen geschlampt. Der hat so einen richtigen kleinen Linksdrall, dieser Aufkleber. Dieser Decall. Grüße ihn an Decall Manu. Nein. An Diecast Manu, der sich dieses Set auch schon umgebastelt hat. Mit den Wunschmodellen, die er gut findet, hat er einfach in diese Verpackung reingemacht. Das finde ich ist eine sehr geile Idee. So, wie gesagt, zweite Karre. Ich quatsch zu viel, merke ich schon wieder. Mann, 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 Mann. Nächste Karre, die auch sehr, sehr, sehr geil ist. Und zwar auch wegen dem Lack. Guckt euch mal diesen geilen Lack an, falls man das sehen kann. Wow. Schöner Metal Flake. Metallic Lack.
Chrome Metallic. Geil. Und was ist das? Das ist ein lila, irgendwie ein lila Ton. Sehr geil gemacht. Vielleicht auch Pflaume. Boah, der ist auf jeden Fall nice. Ist zwar wieder das Modell, was man ja auch tausendmal schon kennt, ne? Wo sie hier eben die Lampen immer wieder vergessen zu bemalen. Genau wie vorne. Wobei das so schön gemacht ist da, ja. Aber gut. Wollen wir hier nicht rummeckern? Ich sehe auf jeden Fall, er hat sehr kleine Räder drauf. Im Gegensatz zu ihm hier zum Beispiel. Das ist ein bisschen kleiner. Könnt ihr ja selber mal vergleichen. Auf jeden Fall aber soll der auch neue Räder bekommen. Weil er auch so sehr schön ist. Ja, mit diesem, der Metallic-Lack mit diesem Farbton und dann dieser dezente silberne Streifen da. Kommt einfach geil. Ich weiß nicht. Gefällt mir. Und wenigstens hat er hier vorne so ein bisschen die Lampen. Oder was ist das? Ein Blinker oder was? Da angezeichnet. Das ist ganz cool. Kann man nicht meckern. Ja, schöne Karre. Auf jeden Fall. Schöner Spoiler auch hier, so ein kleiner Minimaler. Das ist sehr geil gemacht. Die Karre ist von, erste Mal rausgekommen, 2011. Krass. Wow. Ja, nice, 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 nice. Und da hat er Puff gemacht. Na toll. Gleich kaputt gegangen alles. Lecker. Ich hoffe nicht. Genau, wir kommen jetzt zu der Karre. Der auch sehr geil gemacht ist, muss ich mal so sagen. Oh, er hat aber hier einen Kratzer in der Seitenscheibe. Da fragt man sich auch mal, wie sowas passieren kann. Also gut, das kann mir jetzt gerade passiert sein, aber glaube ich ja eher nicht. Der ist ja nur auf den Boden gefallen. So, was hier schön ist an dem Silvia. Kick mal hier hinten schön die Lampen. Der Silvia steht da und dann hast du auch noch schöne Zeichen da. Wow, geil, ey. Und was hier eben auch sehr geil ist, finde ich, das Design. Es ist so simpel gemacht, aber so geil einfach. Weil hier vorne dieser Schmutzfänger ist auch in diesem lila Ton oder was das ist. Ist auch fast Purple oder lila. Der kommt dann hier so rüber, ihr seht es ja selber. Und dann mit dem Rot nochmal schön so. Also das ist einfach geil gemacht. Denn diese japanischen Zeichen da. Hier unten steht noch irgendwie AHA, Hot Wheels, Dima und HW Graphics wieder mal. Vorne hat er leider keine Lampen angezeichnet. Sehr schade, muss man denn selber machen, aber dafür habe ich sie ja ausgepackt. Sehr geiles Modell auf jeden Fall. Ich würde auch sagen, das gefällt mir von dem ganzen Pack am besten. So, letzte Karre, ihr lieben Freunde. Oh, schmeiß weg. Da haben wir die Nissan, diese Fair Lady, was hier auch sehr geil ist. Was hier sehr geil ist, ist dieses Nissan da oben, wie gesagt. Jetzt, sorry, mir ist schon wieder dieses blöde Akku, alle Young, ihr könnt ausflippen, ey. Vorne leider keine Lampen gemacht, sehr schade. Mach ich denn? Was ich an diesem Modell echt geil finde, ist diese Verbreiterung. Das ist wirklich so aus dem Werk. Wobei, ich will nicht Falsches erzählen. Nee, hier Nissan Fair Lady Z von 2015. Das erste Mal rausgekommen. 2015 ist gar nicht so lange her. Hinten leider auch wieder so ein Fail, kannst du sagen. Erstens mal dieses Grau. Wie hässlich. Also das wird auf jeden Fall in Schwarz kommen. Und die Lampen werden dann nochmal hervorgehoben, auf jeden Fall. Mit der Lackierung bin ich eigentlich zufrieden, finde ich ganz geil. Müssen wir mal schauen, was mir hier auch wieder noch auffällt. Vorne auch nochmal dasselbe Spiel wie hinten. Dieser komische, graue, hässliche Standard, ja, Plasteton. Geht gar nicht, ehrlich. Entweder kommt das in Orange oder in Schwarz. Also da muss ich dann gucken. Verstehe ich auch nicht. Das sind hier mehrere Teile unterhalb schwarz. Und genau das Innenlay ist grau. Das gehört alles zu dem Innenlay. Das werde ich wahrscheinlich alles schwarz machen. Weil so grau gefällt mir das eben auch nicht. Ja, ich würde ja am liebsten weiter reingucken hier mit euch in die Karre. Aber kann man jetzt nicht wirklich. Schönes Ding, auf jeden Fall. Gefällt mir auf jeden Fall auch gut. Nissan Fair Lady Z. Sie, Fair Lady Sie. So, und damit haben wir eigentlich die Review fertig, beziehungsweise dieses kleine Unboxing. Und wir kicken uns das nochmal kurz an. Nissan Fair Lady Z. Denn dieser geile Nissan auf jeden Fall ein Schmuckstück. Dieses Teil auf jeden Fall auch eigentlich ein super Teil, weil alleine wegen dem Lack. Ja, der Lack ist schon so geil gemacht. Cool.
Rollen tut der auch richtig gut. Wow. Wenn man die rollen lassen würde. Oh, geil. Würde man Spaß dabei haben. Yeah. Nice. Fett. Und dann eben der dazu noch. Oh, ist er bald abgedriftet. So, also man kann hier nicht meckern, dieses Nissan Pack. Kein Wunder, warum das auch am Anfang so schnell vergriffen war. Da sind sie natürlich alle da hinterher gejagt. So wie ich. So, und wie gesagt, geile Dinger zum Umbauen. Weil die Räder gefallen mir, ich sag mal, bei allen nicht so ganz so gut. Außer bei ihm. Das ist eigentlich ganz cool mit dem weißen, wie heißt das? Wandbreit? So, gut, ihr merkt, bisschen Spaß muss sein, ne? Ja, das war's zu diesem kleinen, hübschen Nissan Pack. The 5 Pack from the Nissan Set. Geil! Auf jeden Fall. Man hätte es ja jetzt wirklich auch nochmal so hinstellen können. Nissan! Nice. So, und wer jetzt heiß darauf geworden ist, ich wünsche euch viel Glück, dass ihr das noch kriegt. In einigen Läden gibt es das noch. Ich will jetzt eigentlich keine Werbung machen, aber ich habe das auf jeden Fall bei Kaufland gesehen. Ist zwar dann ein bisschen teurer, aber wie gesagt, man kriegt es noch. Ich habe es teilweise auch noch bei Woolworth gesehen. Und teilweise sogar auch bei Netto, also in den Netto-Läden. Wer danach auf der Jagd ist, wie gesagt, einfach kicken gehen. Und ja, ihr werdet schon noch finden. Gut. Reingehauen, würde ich sagen. Viel Spaß beim Video. Und ich melde mich dann wieder, wenn es zum Umbau geht. Bye, bye. Um es nochmal kurz zu vervollständigen. Ich habe es jetzt wieder zugemacht. Wie gesagt, wenn es denn so dasteht, merkt man nichts, sieht super aus und so sieht man auch fast nichts. Wenn das hier dann, wie gesagt, zugeklebt wird mit einem Klebestreifen, zack, zack, kann man das jederzeit wieder öffnen und damit ist das eine geile Nummer. So, das war's jetzt aber wirklich. Ringehauen, macht's gut, viel Spaß beim Video, Ringehauen.